eigentlich nur ein Tourist. Ich wollte die Asche meiner Mama zurückbringen in ihr Heimatland. Ab raus. Und wir werden mitten reingeworfen. Rennen. Naja, die Batterie von meinem... Eine Tastatur ist einfach zu leer. Ich renne einfach komplett durch. Ja. Schnell. Zum. Ah. Scheiß Tastaturbatterie. Hold Control to here. Ich kann mich selber heilen, indem ich Steuerung halte. Und wir haben gute Musik, jawohl. Ich hoffe mal, dass. Das ist der gleiche Anfang. Quasi. Wie bei. Wie beim Dreier, wo wir auch gleich kämpfen durften. Nein, wir sind nicht wirklich sicher. Auf unserer rechten Seite. Wo? Ich sehe niemanden. Gute Güte, ich habe so schlechte Augen. Da. Nicht mehr so schlechte Augen, sondern Ziel aber noch so schlecht. Sondern weil ich normalerweise die Zielhilfe vom, der Konsole gewohnt bin. Okay. Ich wollte gerade hinten schießen, da sind wir offensichtlich einen Abgrund hinabgeflogen. Auch nicht schlecht. Jetzt teste ich doch gleich mal nach, ob ich einfach zwischen Controller und Tastatur hin und her wechseln kann. Denn das fände ich schon äußerst praktisch, vor allem fürs Fahren. Und eigentlich würde ich dann auch das Spiel vornehmlich lieber mit dem Controller spielen. Ich weiß, es ist ein Ego-Shooter und den darf man nicht mit dem Controller spielen, aber... Okay, da haben wir ein Funkgerät. Das nehmen wir auch gerne auf. Mitten im Wald und ganz alleine. Ich habe ein schönes Kukri. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Es scheint zu funktionieren. Dann übernehme ich das doch gleich mal. Okay, hier. Kann ich springen? Kann ich hier noch irgendwas aufnehmen? Offensichtlich. Die Jungs warten schon da oben auf mich. Oben oder irgendwo anders. Die Grundlagen des Schleichens. Es gibt einen Detection Meter. Genau, das ist auch wieder wie beim Dreier. Wenn der Pfeil sich füllt, sehen sie mich. Ich kann nach rechts drücken, um einen Stein zu werfen und sie abzulenken. Und mit B kann ich kriechen. Genau, das tue ich ja gerade schon. Ja. Genau, ihr werdet mich nicht verletzen. So sieht's aus. Da, darüber sollt ihr. Das ist völlig in Ordnung, ja. Da muss ich jetzt aber trotzdem nochmal die Sensibilität etwas runterdrehen. Ja, ist leider auch nicht der beste Controller, den ich hier habe. Niemand kommt an dir vorbei? Werden wir ja sehen. Da bist du. Steinchen. Folg dem Steinchen. Ich würde dir gerne ein Messer in den Rücken rammen, aber du lässt es mir ja nicht zu. Das ist nur ein Missverständnis. Wir haben gerade einen Typen gefoltert vor deinen Augen. Das ist doch überhaupt kein Problem, ne? Ja, einfacher ist es, mich von euch nicht fangen zu lassen. Und foltern zu lassen daraufhin. Das war ein Typ, behauptet, dass er freundlich mir gesinnt ist. Muss ich ihm nicht glauben. Checkpoint, sehr schön. Und hier ist es wieder sowas von stockdunkel, dass ich gar nichts sehe. Ich meine, ist das so gedacht, Game? Vielleicht ist es so gedacht, aber... gefällt mir gar nicht so gut. Ups. Ich wollte den Stein nicht dorthin werfen, dass er mir näher kommt. Ist dann eigentlich weiter weg von ihm, aber offensichtlich haben wir die Wurfhand eines kleinen Schulmädchens. Und darauf müssen wir etwas Rücksicht nehmen.
Plitschi-Platschi durch das Wasser. Wo ist der Feind? Da ist er. Der Kollege da hinten. Ist was. Ja, ja, da hinten war was. Hast du es nicht gesehen? Ach du meine Güte. Ich bin jetzt tatsächlich einfach so an ihm vorbei. Und ich kann natürlich auch tauchen. Um so an ihn vorbeizukommen. Dann werde ich wahrscheinlich nicht ewig meine Luft anhalten können. Das werden wir gleich merken, wie lange wir das können. Augenscheinlich kämpft er jetzt schon mit seiner Lungenvolumen. Das muss reichen. Da oben die Kollegen. Gehen wir über den Weg weiter. Natürlich gehen wir nicht über den Weg weiter, sondern über den Wasserfall hier. Ja, es geht natürlich nicht. Gegen so eine starke Wasserströmung kommen wir nicht wirklich an. Naja, gut. Ja, wir kommen. Nein, es fühlt sich immer so an, als würden wir fast dagegen ankommen, aber eben nur fast. Wir sollten wieder schleichen. Schnell hier rüber. Ich glaube es ja nicht, dass ich tatsächlich die Schleichmission schleichend zu Ende bringen können sollte. Wir haben uns die Gamma aber deutlich zu hoch gedreht. Ob es so besser ist. Sieht ja immer noch alles etwas verwaschen aus. Hier vorne ist irgendwie ein Kreuz. Was heißt das Kreuz? Es scheint nicht Gegner zu heißen. Denn sonst würde ich ja da einen sehen. Checkpunkt haben wir auf jeden Fall schon mal wieder. Ja, ich will auf jeden Fall zu dem Kreuz. Ist das vielleicht das tote Tier hier drüben? Mit den Geiern? Das könnte gut sein. Arsgeier. Ja, wir schnappen uns die Haut. Verstecken uns darin. Nichts für Vegetarier. Ah, wir können damit Lockmittel holen. To get bait, hold X to skin it. Ah, und dann können wir hierüber genau das die Lockstoffe werfen und dann gehen die Wildtiere auf unsere Gegner los. Ähnlich wie das bei dem bei der 80er-Jahre-Version des Dreiers mit den Cyberherzen war. Aber Cyberherzen waren natürlich ein bisschen cooler, ne? Weil sie waren halt Cyber. Okay, wir haben irgendwas hochgekickt. Mehr Cyberherzen! Alright. Wo sind sie? Schon schön, dass der Kollege hier direkt problemlos Tiere häutet und schleichenderweise gegen Horden von Gegnern vorgeht. Nee, das war jetzt wieder nur ein Stein. Wie werfe ich das jetzt? Das habe ich natürlich wieder vergessen, wie ich das werfe. Ich weiß noch, wie ich es aufnehme. Ach so, mit der rechten oberen Schultertaste. Und funktioniert's? Auf was schießt ihr? Auf den Bär? Auf der arme Bär. Ist inmitten von euch dreien. Und... oh Gott, der hat mich fast gesehen. Au, das sieht blutig aus, ja. Oh, was macht der Bär mit dem Typen? Der hat mich, der sieht mich, verdammt. Den werf ich doch mal gleich einen Stein zu. Dann kann ich nämlich hier runterrutschen, ohne dass er irgendwas von mir mitbekommt. Und wir folgen natürlich dem Weg, auf dem der Bär unterwegs ist. Das ist immer die
intelligenteste Vorgehensweise. Aber zumindest sind wir schon mal bewaffnet. Verdammt, da hinten ist noch irgendwas, was ich nicht weiß, was es ist. Und ich würde gerne wissen, was es ist. Denn es ist etwas Neues. Dafür müssen wir gleich mal wieder etwas baden gehen. Was ist das? Könnte das einen Diamanten darstellen? Das ist auf jeden Fall irgendeine Art Korb. Und darin befindet sich Geld und Munition für Pistolen. Und eine Pistole, aber ich denke mal, dass meine AK besser ist als ein alter Klapprevolver. So, jetzt würde ich trotzdem gerne nochmal dem anderen Kollegen hier auch den Bären zuweisen. Denn gegen den Bären möchte ich jetzt noch nicht vorgehen müssen. Ich glaube, der Bär ist schon wieder auf dem Weg zu ihm. Hallo, Bär. Gute Idee. Nicht so besonders viel Munition. Sollen wir ihn angreifen? Ich glaube fast. Okay, ich kann nicht einfach zwischendrin speichern. Aber hier so einen Bären anzugreifen, ist, glaube ich, auch nicht die beste Idee. Naja, komm, lassen wir den Bären einfach leben. Und etwas Fleisch essen. Falls er auf uns zukommt, werden wir ihn immer noch erlegen können. Jetzt können wir hier von dem Kollegen noch ein bisschen was klauen. Können wir? Jo. Und wir könnten ihn noch packen und verstecken. Ein Blutdiamanten. Und Munition für Pistolen. Wir müssen ja nicht durchgehend schleichen. Wir haben schon wieder einen Checkpoint erreicht. Das hier wird wahrscheinlich die Lichtung sein, auf der der Bär lebt. Probieren wir das mal so rum aus. Wenn die Gamma zu hoch ist, das ist einfach nicht schön. Da vorne ist nochmal ein Waffenversteck. Sieht mich irgendwer? Ne, sieht nicht danach aus. Da vorne sind jede Menge Leute. Zu denen werden wir nun nicht gehen. Ich habe übrigens völlig vergessen, überhaupt eine Uhr dieses Mal mitzunehmen. Okay, aufgeschlagen. Hey, sehr schön, Maxi-Pad. Und eine Granate. Ein Magazin für Pistolen. Noch ein paar Wurfmesser. Mit rechten oberen Schultertaste. Und mit der linken oberen Schultertaste werfe ich. Messer mit der rechten oberen werfe ich. Granaten. Sollen wir jetzt hier gegen die wohl nicht mehr ganz derzig vorgehen? Man ist ja auch nicht so, als wären wir nur ein armer, unschuldiger Wohlstandstourist aus den Vereinigten Staaten, der keine Ahnung davon hat, wie er mit Schusswaffen umzugehen hat. Gut, jeder Armee wird wohl in gewisser Weise wissen, wie er mit Schusswaffen umzugehen hat, aber mal eine Schusswaffe in der Hand gehabt zu haben und wirklich Ahnung davon zu haben, wie man sie benutzt, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Nach oben drücken, um die Kamera herauszuholen. Normal zielen, mit den unteren Schultertasten zoomen und dann kann ich sie taggen, sogar durch Wände hindurch. Dann machen wir das doch gleich mal. Okay, da ist auf jeden Fall ein Raubtier drin. Haben wir noch irgendwo Gegner? Wenn ich das Raubtier natürlich irgendwie von dort befreie, da ist noch einer, aber ich glaube, das wird eine blutige Metzelei werden hier. Den Stealthy vorzugehen war noch nie meine Stärke. Da oben ist noch einer. Eher ein chaotisches. Ja. Chaotischer Versuch werden, nicht drauf zu gehen. Schön, dass die mich auch so nicht sehen. Und er wird mich natürlich sehen, wenn ich auf ihn losgehe. Da ist noch ein Kollege. Den ich noch nicht getaggt hatte. Okay,
finally put an end to this. Jawohl. Schön angeschlichen und erlegt. Irgendwo ist da ein Raubtier. Den schnappen wir uns doch gleich mal. Und verstecken ihn ein bisschen. Und dann bleiben wir schön hier im Busch drinnen. Denn der Kollege hat uns entdeckt. Was ziemlich schlecht ist. Hey, da war was. Dann holen wir ihn doch aus dem Busch heraus. Okay, ich hab's doch gesagt. Das wird leider eher chaotisch werden. Danke für die Zielhilfe. Waren das alle? Ich hoffe, es waren alle. Schön die Muni schnappen. Ich find's ja gut, dass die Munitionskisten angezeigt werden. Auch wenn es wahrscheinlich nicht alle sind. Ich hätte natürlich auch hier rumklettern können und versuchen können, leise vorzugehen. Ein bisschen habe ich es ja auch versucht, aber besser konnte ich es eben nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das alle waren. Und werde einfach mal versuchen, dieses Viech darin zu erlegen. Denn auch das wird mir wahrscheinlich gut, das hält aber ganz schön viel aus. Wir sind ein Großwildjäger. Ein wahrer Held. Und wir haben unser erstes Leopardenfell. Das können wir zu Hause teuer verkaufen. Schneeleopard sogar. Sehr schön. Mit so einer Dunkelheit ist das irgendwie nicht so ganz machbar, ne? Munition für meine Rifle. Also irgendwas stimmt hier einfach noch nicht mit den Helligkeitseinstellungen. Wir haben Reis. Baby, es gibt Reis für dich. 49.000 haben wir schon, auch nicht schlecht. Was hast du denn für uns? Da muss ich die Sensibilität, die Empfindlichkeit vom Controller dann doch noch mal ein bisschen runterdrehen. Sind wir hier unten oder wahrscheinlich eher da oben? Kann ich hier klettern? Das war dann der Kollege, den ich irgendwann erwischt habe. Mal schauen, was er für eine Waffe hat. Granate und kein Food, auch nicht schlecht. Ein bisschen was zu essen dabei zu haben, ist in jeder Situation vorteilhaft. Das ist das Problem, ich versuche immer dann alle Dinge zu erwischen. Und wenn man das versucht, dann kommt man im Spiel überhaupt nicht mehr weiter. Irgendwann. Vor allen Dingen, weiß er dann auch, im Dreier jedenfalls Karten gab, auf denen alles angezeigt war, und dann bin ich tatsächlich tagelang rumgefahren und habe nur versucht, möglichst viele Kisten und Schätze zu finden und auch die geheimen Basen noch zu entdecken. So, haben wir hier noch irgendwo Gegner? Ja, die Schatten sind schon sehr übelst dunkel. Ich weiß im Moment nicht, wie ich sie umstellen sollte. Ich weiß aber, dass wir hier unten reinspringen werden, um das Material aufzunehmen. Hoffentlich tue ich mir nicht weh dabei. Offensichtlich tue ich das nicht. Da ist die Kiste. Ein Unterhemd und Geld. Geld ist nie verkehrt. Oh, ich glaube, ich sollte so langsam zum Schluss kommen, denn im Nebenraum spielt schon das Keyboard, falls ihr es durch die Aufnahme durchhört. Und die Gitarre. Ich hoffe, ihr hattet ähnlich Freude wie ich.
Fantastic. You really are an excellent listener. Look, no hard feelings about the crab rangoon. I know it's not to everyone's taste. But you'll be pleased to know I had the chef executed for his incompetence. Ach, natürlich, danke schön. Those of his family we killed. Regardless, next time I can promise you a better spread. That's the last time I'm kidnapping a fucking TV celebrity chef. Ja, die haben eh nichts drauf. Ich spiele noch eben bis zum nächsten Checkpoint, wenn ich denn irgendetwas sehen würde. Kann ich darüber springen? Geronimo! Ja, es klappt. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr endlich Freude hattet wie ich. Und auch morgen wieder zur nächsten Episode hier auf Lens Playground vorbeischauen werdet. Ich weiß nicht, vielleicht stelle ich sogar beide Episoden, zwei Episoden gleich heute rein. Einfach um euch ein bisschen mehr zu schauen zu geben. Ansonsten bleibt mir nur, euch einen schönen Abend zu wünschen. Wann auch immer ihr das schaut, könnte ja auch Tag sein. Verreck, du Viech. Double Skin. Ja, ich sehe nur leider nicht, wo die Viecher jetzt sind. Weil der Schatten so dunkel ist. Ja. Lasst ihr mir vielleicht ein Like da lassen, einen Kommentar oder auch ein Abo. Ansonsten sagt mir, was euch gefällt, was euch nicht gefällt und gehabt euch wohl.